Hallo, Thema dieses Videos ist die beschreibende Statistik mit Hilfe von R. Wir werden verschiedene Datensätze verwenden und uns mit qualitativen und quantitativen Merkmalen beschäftigen. Und diese Darstellung im Video ist zum Teil angelehnt an das E-Book, was Sie hier schon auf der Webpage sehen, R-Tutorial und auch auf den, diese Beispiele finden Sie nicht nur in dem E-Book, sondern auch hier bei r-tutor.com. Ich werde mich nicht immer an das E-Book und die Darstellung hier halten, aber wir haben dieses Tutorial ja auch verlinkt in der Lernplattform. Das ist sicherlich einen Blick wert. Wir fangen mit qualitativen Daten an, das heißt vor allem werden wir da auch immer wieder mit diesem Datentyp Factor arbeiten, der ja genau für solche qualitativen Merkmale in R implementiert ist. Und als ersten Datensatz nehmen wir einen Datensatz mit dem Namen Painters, der ist aus dem Math Package. Und Sie sehen hier schon, das ist ein Datensatz, der enthält verschiedene Scores, wie das in der Dokumentation heißt, über italienische Renaissance-Maler, zum Beispiel sehen wir hier schon Da Vinci. Wir sehen Scores, das heißt Bewertungen für Composition, Drawing, Color. Mehr dazu finden Sie auch in der Online-Hilfe und wir sehen ganz rechts den Parameter School und das sieht schon sehr stark nach einem Faktor aus. Wir schauen mal, ob er schon einer ist. Ist auch einer. Die anderen sind eigentlich mehr vom Typ Numeric. Okay, jetzt haben wir das geladen. Wir können auch mal gerade schauen, welche Stufen gibt es denn in dieser, in diesem School Attribut. Und da sehen wir, das geht eben von A bis H. In dem Head sehen wir, die ersten sechs sind alle aus der Schule A. Als allererstes wollen wir die absoluten Häufigkeiten für dieses School-Merkmal ausgeben lassen. Wir werden gleich wieder sehen, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Das ist, zieht sich durch ganz R durch. Zuerst werden wir die Funktion Table verwenden. Zuerst machen wir ein Attach auf Painters, dann habe ich nachher nicht ganz so viel Schreibarbeit, kann also auf das Merkmal immer mit School zugreifen und sage jetzt einfach, okay, ich brauche eine neue Variable, da sollen gerade die absoluten Häufigkeiten dieses School-Merkmals drin sein. Und dann sage ich einfach Table School und dann schauen wir mal, was in dieser Variablen drin steht. Und dann sehen wir schon, ah, genau, hier sind wieder unsere Stufen, unsere Levels und jetzt eben auch wieder ohne Hochkomma ausgegeben und darunter jeweils die absoluten Häufigkeiten jeder Ausprägung. Also gibt es 10 Maler, die in A drin sind, 4 in F, 4 in H. Eine ganz nützliche Funktion, wenn wir das jetzt eben spaltenweise haben möchten, das werden wir nachher noch ein paar Mal machen, einfach C-Bind, Column-Bind. Und dann sehen wir das in dieser Darstellung. Möglich wäre auch gewesen, die Summary-Funktion zu verwenden, die wir insbesondere in der Statistik und auch im maschinellen Lernen später ständig aufrufen werden. Das ist eine generische Funktion. Und jetzt machen wir einfach mal Summary School. Und da bekommen wir hier schon ja eigentlich die gleiche Ausgabe wie vorhin, nur dass wir sie eben oben auch auf die Variable gebracht haben. Jetzt haben wir die absoluten Häufigkeiten. Jetzt möchten wir die Frage beantworten, in welcher dieser Malerschulen gibt es denn die meisten Maler? Können wir natürlich hier einfach in der Summary ablesen. Da sehen wir schon, dass es A und D sein muss. Sie haben jeweils 10. Aber jetzt machen wir das einfach mal in R und dafür verwenden wir natürlich die Funktion Max. Das hätten wir jetzt schon vermutet. Und wir speichern das Ergebnis wieder auf einer neuen Variable ab und das nennen wir jetzt einfach School Frag Max und jetzt sagen wir einfach Max und jetzt sagen wir, nehmt doch die Häufigkeitstabelle, die wir auch schon haben
und speichere das darauf ab. Und da haben wir jetzt erstmal, aha, die maximale Häufigkeit, die es gab, war 10. Das haben wir ja auch schon direkt gesehen. Und jetzt machen wir wieder so ein logisches Slicing. Das heißt, wir belegen mit einem logischen Ausdruck einen booleschen Indexvektor und ziehen dann damit einfach die Schulen, nämlich A und D, heraus, wo die Häufigkeit durch 10 gegeben ist. Nehmen wir mal diesen logischen Vektor etwas einfallslos, einfach Groß L. Und die Bedingung ist einfach, okay, da wo der maximale Wert angenommen wird, das soll es true sein. Schauen wir mal, ob das stimmt. Genau, wir haben zweimal true. Und jetzt machen wir einfach mal die Variable x, weil das ist, wo die Antwort draufsteht. Und verwenden jetzt diesen logischen Vektor als Index. Und da ist schon die Antwort in den Schulen A und D mit maximaler Häufigkeit 10 angenommen. Auch hier wieder eine alternative Möglichkeit, nehmen wir mal da die Antwort dann einfach y. Es gibt eine Funktion which. Auch hier wieder die logische Bedingung, die wir eben schon hatten. Genau, und wenn man sich nicht vertippt, dann funktioniert es auch. Aber dann können wir nochmal gleich die History-Funktion üben. Und jetzt sage ich einfach names y. Das Ergebnis ist nämlich gerade so ein Namensvektor. Und hier ist das gleiche Ergebnis. Neben den absoluten Häufigkeiten interessieren wir uns sicher für die relativen Häufigkeiten. Das sollte jetzt kein großes Problem sein. Wir müssen einfach diese absoluten Häufigkeiten, hier sehen wir sie auch nochmal in der Konsole, durch die Anzahl der Merkmale teilen, und diese Anzahl ist gegeben durch die Anzahl der Zeilen im Datensatz Painters. Das können wir mit nRow, mit Number of Rows wieder abfragen, und wir speichern das dann auch wieder auf einer neuen Variablen. Nennen wir sie mal RELFREC, wie Relative Frequencies, und dann sagen wir einfach, na gut, das ist eben School FREC durch nRow Painters. Genau, und dann sehen wir sie hier schon mit sehr, sehr vielen Nachkommastellen. Und jetzt versuchen wir diese Darstellung noch mal etwas zu verschönern, indem wir die Anzahl mit Options, die Anzahl der ausgegebenen Stellen einstellen. Und wenn wir es gerade nochmal, genau, das sehen wir schon. Ha, cool, nur noch zwei Nachkommastellen. Und das machen wir einfach nochmal. Genau, jetzt restaurieren wir das gerade nochmal, dass wir das auch noch sehen, dass wir das nicht vergessen. Jetzt ist es nämlich wieder wie vorher. Genau. Und jetzt will ich das Ganze spaltenweise und als Prozentzahl ausgeben. Das heißt, ich verändere nochmal gerade die Optionen und sage jetzt hier Digits gleich 3. Und sage jetzt hier ein Columbind auf School RELFREC. Aber der Witz ist eben, wir wollen es ja als Prozentzahlen, also das heißt, ich nehme dieses Feld School RELFREC mal 100. Und dann sehen wir hier spaltenweise, und wir sehen zum Beispiel A ist 18,52% oder 7,41 für H. Das heißt, wir haben auch eine andere Rundung. Und bevor wir jetzt noch das wieder vergessen, machen wir die Einstellung für die Digits wieder auf das Default. Okay, jetzt stellen wir uns mal die Frage, was ist denn so die mittlere Composition Score, was das jetzt immer bedeutet? Das können Sie ja nochmal in der Online-Hilfe auch nachschauen. Hier die erste Spalte ist ein numerisches Merkmal. Wir hätten gerne das arithmetische Mittel, und zwar der Scores aller Maler in der Schule C. Dazu filtern wir zuerst einmal diese Maler heraus und wenden dann die Funktion Mean an. Sie sehen oben schon, ich habe auch ein Detach of Painters gemacht. Sie sehen auch gleich, weshalb. Das heißt, ich muss jetzt immer schön Painters Dollar und dann das Merkmal schreiben.
Okay, das ist jetzt schon unser logischer Vektor. Schauen wir mal gerade, wie er aussieht. Jo, gibt auch ein True drin. Und jetzt legen wir einfach einen Ausschnitt an. Dann nehmen wir mal C Painters und sagen, okay, nimmt nochmal bitte alle Zeilen aus dem Painters mit diesem logischen Indexvektor und nehmen aber alle anderen Spalten noch dazu. Und jetzt wissen wir auch gleich, wer da drin liegt. Und das sind genau 6 Stück. Und jetzt wenden wir einfach die Min-Funktion darauf an, nämlich auf cPainter. Und zwar auf die Spalte. Und da kommt jetzt, wenn wir das erst noch dazu machen, auch ein Ergebnis heraus, nämlich 13,166. Ja, okay, 13, ein Sechstel. Es gibt noch eine Methode, da geht es sogar noch schneller. Und wir bekommen noch mehr Ausgaben, nämlich nicht nur für die Schule C, sondern für alle. Wir hatten schon festgehalten, dass es Funktionen gibt, mit denen ich eine Funktion auf alle Listenelemente oder Vektorelemente und hier in dem Fall eben auf Table-Elemente anwenden kann. Das ist hier in unserem Fall dann T-Apply wie Table-Apply. Ich mache jetzt nochmal ein Attach auf Painters, damit ich es hier nicht ganz so viel schreiben muss. Ich sage jetzt einfach T-Apply und dann sage ich erstmal, pass auf. Du wendest die Funktion, die ich dir gleich angebe, auf die Spalte mit der Bezeichnung Composition an. Du verwendest die Levels, die in School stehen, also in einem qualitativen Merkmal. Ja, und du verwendest bitte die Mean-Funktion. Und voilà. Jetzt haben wir hier für alle Schulen das Ergebnis. Schauen wir nochmal bei C. Genau, steht immer noch 13, ein Sechstel. Bei A sind es 10,4% und bei H sind es 14%. Jetzt wollen wir noch eine ähnliche Frage beantworten, nämlich wir interessieren uns jetzt, wie für den Anteil der Maler, die in der Color Score, ich gebe Ihnen gerade nochmal Head Painters aus, das ist gerade hier, das in der Mitte, ich sage Color Score, wir wollen einfach den Anteil der Maler, die hier mindestens eine 14 stehen haben, also größer gleich. Dafür gibt es eine Which-Funktion. Wir haben Painters noch attached. Das sehen Sie auch oben noch am T-Apply. Und da sehen wir wieder einfach X für die Antwort. Und dann sagen wir einfach Which. Und dann sagen wir Color. Wir müssen dran denken, das ist eine englische Notation. Color mit UU. Und dann sagen wir einfach hier größer gleich 14. Schicken das ab. Schauen uns mal X an. Und das ist jetzt erstmal ein Vektor. Und jetzt sagen wir einfach, wir wollen ja den Anteil haben. Das haben wir einfach die Länge dieses Vektors, das ist nämlich einfach jetzt ein Indexvektor, durch n, durch die Anzahl der aller Maler. Das hätten wir jetzt auch mal langsam auf n abspeichern können, ist egal. Und da kommen 0,37, so ungefähr 37% heraus. Jetzt wollen wir quantitative, also numerische Merkmale, kardinale Merkmale betrachten. Dafür verwenden wir einen anderen Datensatz, nämlich Old Faithful. Dieser Datensatz ist sogar, ohne dass wir eine Library laden, in R vorhanden. Sie sehen hier schon gerade, dass ich Head darauf angewandt habe. Dieser Datensatz hat nur zwei Merkmale, beide sind kardinal, nämlich einmal die Dauer der Eruptionen, das ist gerade die Eruptions, und das andere ist die Wartezeit zwischen zwei Eruptionen. Wir machen ein Attach auf das Faithful und dann muss ich nachher ganz so viel dafür tippen. Okay, dann schauen wir uns einfach mal ein paar Parameter an. Spannbreite bekommen wir mit der Funktion Range. Es gibt also jetzt gerade bei Eruptions, es gibt Eruptionen zwischen 1,6 und 5,1 Sekunden. Und was wir mit Datensätzen gemacht haben, das war jetzt gerade Quatsch. Das hier wollte ich Ihnen zeigen. Und wenn ich mich nicht oft genug vertippe, und dann sehen wir es endlich. Es gibt genau 272 Werte in diesem Datensatz. Es gibt auch einige, die mehr als einmal vorkommen, aber wir haben uns das Thema Klassifizieren angesehen. Das heißt, wir verändern die Werte so,
dass wir einfach Klassen bilden und uns darauf dann die Klassenhäufigkeiten ansehen. Und das betrachten wir jetzt gerade, nämlich wie können wir in R klassifizieren. Das haben wir schon in Range gemacht, das heißt, es gibt Werte zwischen 1,6 und 5,1. Das legen wir einfach mal fest, wir nehmen Intervalle, die fangen bei 1,5 an und hören bei 5,5 auf, dann haben wir alle Werte. Und der Begriff, den wir auch dann später als Parameter sehen, der heißt dann Breaks. Das heißt, wie sehen denn die Anfangs- und Endpunkte der einzelnen Klassen aus? Und dafür verwenden wir jetzt eine Funktion seg, die ist sehr praktisch. Da sagt man nämlich, okay, fangen wir bei 1,5 an, hör bei 5,5 auf und mach doch immer Schrittweite 0,5. Genau, da haben wir schon die Zahlen. Gut, und jetzt nehmen wir diese Grenzen und verwenden die Funktion cut und verteilen einfach diese Werte für Überruptions in eine neue Variable und zwar klassifiziert. Also sieht man schon, okay, was nimmst du? Wo sind die Intervallgrenzen? Und das haben wir auch schon in der Statistik gehabt. Wir hatten damals schon gesagt, links ist das Intervall geschlossen, rechts ist es offen und das ist genau dieses white gleich false. Okay, hier sehen wir schon, die Darstellung ist nicht sonderlich sinnvoll. Wir sehen gleich noch eine bessere, nämlich jetzt wollen wir nämlich die absoluten Klassenhäufigkeiten haben. Die speichern wir hier drauf und dann sagen wir einfach wieder mit der Table-Funktion. Ja, nimm doch einfach das Ergebnis und dann bekommt man hier eine schöne Ausgabe, nämlich immer die Klassen. Sehen wir auch schön, rechts ist immer die runde Klammer, das Intervall ist da offen, das war white gleich false. Und darunter haben wir die absoluten Klassenhäufigkeiten und das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Das macht jetzt sicherlich viel Sinn, da wieder Columbine zu machen. Da sehen wir nämlich die Intervalle und die Häufigkeiten noch schöner. Es gibt auch eine Funktion, ich tippe sie hier einfach mal hin, hist, die macht das Gleiche. Und die werden wir auch verwenden, um dann das Histogramm, was zu dieser klassifizierten Menge gehört, auszugeben. Ich kann aber hist auch verwenden, um diese absoluten Klassenhäufigkeiten zu bestimmen. Unterschied zwischen cut und hist ist jetzt erstmal hier, dass wir bei cut die Breaks immer mit angeben müssen. Während wenn wir sie bei hist weglassen, hist dann quasi eine feste Regel verwendet. Das heißt, wenn Sie sich nicht überlegen wollen, wie die Klassen aussehen, dann ist es genau gut. Wenn Sie mal schauen wollen, wie denn die Häufigkeiten aussehen für verschiedene Klassenbreiten, denken Sie an die Faustregeln, an Diakonis, an Scott, dann verwenden Sie wahrscheinlich besser die Cut-Funktion. Okay, als letztes wollen wir jetzt in diesen Klassen die Klasse suchen, die die größte absolute Häufigkeit der Ausbrüche aufweist. Aber sowas Ähnliches haben wir schon gemacht, das kriegen wir garantiert auch hin. Sagen wir einfach Duration frag.max, darauf speichern wir uns das. Und dann nehmen wir einfach die Max-Funktion und sagen Duration frag. Und das schauen wir mal, was er da als Ergebnis ausgibt. Das ist erstmal wieder die 73, das heißt, wir haben die maximale absolute Häufigkeit und jetzt verwenden wir wieder die als Ausgabe, nehmen wir einfach mal x, nehmen wir wieder die which-Funktion und sagen, okay, gib uns doch jetzt mal das, wo der maximale Wert ausgegeben wird. Und hier sehen wir schon, cool ist 4, 4,5. Und als allerletztes relative Klassenhäufigkeiten. Die stellen jetzt aber wirklich kein Problem mehr dar. Wir nehmen einfach das hier und dividieren es durch die Anzahl der Zeilen. Haben wir vorhin ja schon mal abgefragt. Und jetzt sehen wir relative Klassenhäufigkeiten. Die könnten wir jetzt auch formatieren als Prozente in Spalten ausgeben, aber das überlasse ich Ihnen.
Neben den absoluten und relativen Häufigkeiten der empirischen Dichte hatten wir auch die empirische Verteilungsfunktion, das war diese Treppenfunktion, die wir dann später auch grafisch darstellen können. Es gibt in R natürlich eine Funktion, mit der man, wenn wir die absoluten Häufigkeiten bestimmt haben, mit der Table-Funktion das machen. Das war ja eine kumulierte Summe. Es gibt einfach ein CUM, SUM und CUM. Sam und das speichern wir einfach auch auf einer Variable ab. Nennen wir das mal so und dann sagen wir einfach, ruf die Funktion auf und wende sie auf die absoluten Häufigkeiten an, die wir mit Table hatten. Und das sehen wir hier, ganz am Ende sind wir bei 272, das war ja die Anzahl der Werte, die wir überhaupt haben. Und wir haben eine Treppe, die wir dann auch gut ausgeben könnten. Wir machen das jetzt wieder mal spaltenweise. Okay, können wir es besser lesen. Hat jetzt aber nicht viel verändert. Und jetzt machen wir es auch noch mal gerade relativ. Dividieren das wieder durch n Row faceful. Wir haben noch die Digits da drin. Jetzt hätten wir es wieder mit 100 mal multiplizieren können und hätten wir auch eine Prozentzahl. Und hier sehen wir aber auch schön, klar, muss natürlich bei 1 aufhören. Empirische Verteilungsfunktion, Dichte, insbesondere für quantitative Merkmale gibt es natürlich jede Menge Lage- und Streuungsparameter, die wir auch schon kennen. Und jetzt sehen wir einfach nochmal, wie diese Funktionen heißen. Mean haben wir schon angewandt. Wir haben immer noch ein Attach auf Faithful. Wir schauen mal, ob es auch noch stimmt. Jo. Und jetzt wollen wir einfach das arithmetische Mittel des Merkmals Eruptions und dann kommt hier 3 raus. Das liegt natürlich daran, dass wir die Ausgaben noch eben mit den Digits verändert hatten. Das heißt, wir stellen sie nochmal zurück und jetzt sehen wir natürlich, das ist 3,48 und noch viele Nachkommastellen. Ein weiterer Lageparameter, der nicht nur den Vorteil hat, dass wir das schon auf ordinale Merkmale anwenden können, sondern dass er eben auch stabiler ist bei der Median. Es überrascht jetzt garantiert nicht, dass die Funktion, die das macht, Median heißt. Und jetzt nehmen wir es einfach mal fürs Rating. Und da kommt 76 heraus. Quartile, auch das ist sehr einfach, wenn man weiß, wie die Sachen auf Englisch heißen, dann weiß man, wie die Funktion heißt. Quartile und wenn man dann noch die Funktion richtig hinschreibt, nämlich nicht Quartal, also nicht so viel redet während dem Tippen, sondern Quantile verwendet, da kommt nämlich als Default, kommen dann die Quartile heraus, klar, 0, 100%, 50% war der Median und 25 und 75% Q1 und Q3. Achtung, wenn Sie die Online-Hilfe von Quantile aufmachen, dann sehen Sie, das haben wir auch schon in Stochastik festgestellt, es gibt mehrere Methoden, Q1 und Q3 zu bestimmen. Das heißt, es kann Ihnen durchaus passieren, dass die Zahlen, die hier ausgegeben werden, nicht mit denen übereinstimmen, die Sie zum Beispiel in Excel oder OpenOffice berechnen. Perzentile gibt es natürlich auch und deshalb bin ich ja vorhin schon ein bisschen über die Quartile gestolpert. Das ist immer noch ein Quantile, Merkmal und jetzt sage ich einfach, ja, die Prozentzahlen, die ich haben will, jetzt will ich hier gleich ein paar haben, deshalb gebe ich gleich einen ganzen Vektor an, nämlich 32, 57 und 98% Perzentil und hier sind sie jetzt gerade für Eruptions. Spannbreite, vorhin haben wir schon Range verwendet, weil wir jetzt mal wissen wollen, was ist dann sozusagen die Spannbreite. Unser erstes
Streuungsmaß, ziehen wir einfach Min von Max ab und genau, passend zu den Quartilen haben wir den Interquartal Range, das heißt, wie weit liegen denn Q3 und Q1 auseinander. Das nennen wir einfach IQR, so heißt die Funktion, und hier bekommen wir dann das Ergebnis 2,29. Varianzen. In der beschreibenden Statistik hatten wir festgestellt, es gab eigentlich zwei Definitionen. Es gab die empirische Varianz und es gab die korrigierte Varianz, die wir dann auch in der schließenden Statistik verwenden. Da wird die aufsummierte quadratische Abweichung vom Mittelwert bei der korrigierten Varianz durch n minus 1 geteilt und diese Zahl ist auch in R vorhanden. Wir schreiben es mal wirklich hier nochmal als Kommentar in korrigierte Varianz. Und zwar ist es einfach ja wahr wie Varianz. Zack. Die empirische Varianz, die müssen wir uns selber beschaffen. Das wissen wir auch. Wir kennen ja n und dann können wir im Prinzip diese Zahl hier mit was multiplizieren und dann herausbekommen. Das wollen wir jetzt hier gar nicht betrachten. Natürlich gibt es auch eine korrigierte Standardabweichung. Die Wurzel draus ist einfach SD wie Standard Deviation. Wenden wir es einfach mal auf Rating an. Und das ist auch wieder eben die Definition Wurzel aus der korrigierten Varianz. Wir hatten noch Begriffe wie Kovarianz. Wir haben hier ja zwei kardinale Merkmale. Das ist einfach die Funktion COV. Okay, ist 13 und dann haben wir gemerkt, der Korrelationskoeffizient, der ist eben nicht abhängig davon, wie viele Merkmale habe ich. Da brauchen wir nicht diese riesen Formeln, sondern ist einfach COR. Und da kommt raus 0,9. Das bedeutet, er ist hier nah bei der 1. Das deutet darauf hin, dass es hier eventuell einen linearen Zusammenhang zwischen diesen beiden Merkmalen gibt. Das heißt, wir könnten dann mal schon mal anfangen über Regressionsrechnung nachzudenken. Jetzt sind wir fast schon am Ende des Videos angekommen. Wir haben schon zu Beginn diese generische Funktion Summary verwendet und die möchte ich Ihnen jetzt nochmal zeigen und auch nochmal zeigen, was passiert denn, wenn ich jetzt Summary auf eine quantitative Größe loslasse. Schauen wir nochmal gerade, genau, Paint, das ist noch hier geladen. Das ist, glaube ich, kein Attach mehr drauf, aber das geht jetzt, wir müssen ja nicht mehr so viel tippen. Und dann sage ich jetzt einfach Painters School. Das hatten wir vorhin schon, bekommen wir gerade die Merkmale und die absoluten Häufigkeiten. Und jetzt schauen wir mal an, was passiert dann, wenn wir das auf die Eruptions auf ein numerisches Merkmal drauf loslassen, dann sehen wir minimaler Wert, maximaler Wert ganz rechts, erstes Quartil, Median, arithmetisches Mittel und drittes Quartil, das heißt die Lageparameter, die wir gerne hätten. Und was wir auch noch wussten, das war dieses Fünf-Zahlen-Maß, wo wir gesagt haben, denken Sie an Boxplots, das heißt, wir wollen sozusagen das arithmetische Mittel nicht. Auch das gibt es in R. Das nennt sich einfach Five Num wie Fünf-Zahlen-Maß. Und wenn man sich nicht vertippt, und dann kommt auch etwas heraus. Schauen wir mal gerade, wo der Fehler ist. Sehen auch schon. Okay, faithful. Und jetzt sehen wir eigentlich die Zahlen von oben, leider ohne Beschriftung. Das heißt, da ist das Summary durchaus praktischer, aber ich sehe einfach die Zahlen ohne das arithmetische Mittel.